Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Immer noch bei der Weltenerkundung. Wir haben Monstro hier durchstöbert und gucken mal bei den nächsten Welten nach, was uns da noch fehlt. So, Atlantica dürfte uns eigentlich nichts mehr fehlen. Ich glaube nicht. Dann gehen wir nach Halloween Town. Gibt es bestimmt so ein, zwei Sachen, die wir noch nicht haben. Und danach weiß ich nicht, was ich mit dem Rest des Parts machen soll. Ich könnte in Nimmerland hier die paar Sachen noch am Uhrenturm absahnen. Weil nicht. Kennt, glaube ich, auch nicht jeder. Ich glaube, jedes Mal, wenn man da irgendwie hingeht, leuchtet irgendwie eine andere Tür und dann kriegt man irgendwie einen Gegenstand da. Irgendwie so was. Also ja. Schön zu wissen jedenfalls. Also Zero, tschüss, Zero. Down. Und da gibt es auch noch diesen Dingens Herzloten, diesen besonderen. Stimmt, da hätte ich Atlantica-mäßig auch noch nachgucken können. Was gibt es denn da für einen besonderen Herzlosen? Weiß ich jetzt gar nicht. So. Und hier tauchen irgendwie keine Herzlosen auf. Aber knapp. Ich glaube, wir können auch nach Traverse irgendwann zurückgehen. Da waren da Martina. Genau deswegen. Und also nicht. Die Dalmatina sozusagen abgeben. Und hier kommt echt keine Herzlosen. Warum nicht? Okay. Dann weiter. Ein Level Up könnte ich nur abholen. Nein, die Tradition, dass ich bei jedem Part zwei Level Ups bekomme, ist jetzt auch schon lange gebrochen. Aber warum kommen mir keine Herzlosen? Ehrlich? Was soll das? Ich habe Angst. Oh, hi. Oh, wenn die sich drehen, muss ich Aero auf die machen, glaube ich. Okay. Wieder was Neues gleich. Ja. Ich glaube, ich noch schaffen können, aber lass mal lieber. Wir haben noch genug Zeit. Das ist, glaube ich, nichts Neues hier. Sehr schön. Mau Aeromeister. Ein Freund, also und der Rest war ich verpisst euch. Ich hab man ab mehr als einmal braucht. Wenn doch, habe ich ein Problem. Okay, gut. Was es Profungi-mäßig hier angeht, läuft halt auch gut. Fällt mir ganz nebenbei so treffen. Aber ihr denn hier? Items und Ziedstein, das ist schon, glaube ich, wertvoller. Was hat man sonst finden? Traverse können wir auch noch gucken, was ich bald schmieden kann. Dieses Mal, wenn ich da wieder vorbeischaue, kämpft überhaupt gegen euch. Hier ist irgendwo der weiße Triotech, oder? Da, ja. Da macht hin. Ich will hier weg. Lasst mich hier bitte weg. Da gehen wir bei den Tim Burton Hügel. Ohne Animation, okay. Und jedoch manchmal Rafungis auf, aber anscheinend nicht. So. Wie kurz bin ich vom Level ab? Nicht mehr so weit, oder? Komm schon. 571, ja, das ist nicht so. So weit entfernt. Und hier irgendwo unten kommt der. Du hast echt ein geiles Timing mit Aero, weißt du was eigentlich?
So, hier müsst ihr jetzt ein seltener Herzlose auftauchen. Oder wenn ich hier alle erledige. Kann durchaus sein. Ich glaube mich nicht irgendwo anders hin, damit noch mehr spawnen. Ja. Okay. Gut. Gut. Ist das normal? Ich hoffe, ich bin stark genug. So, das war mal ein gutes Timing. Nicht, wenn ich hier gerade das Gebiet verlasse. Oh, hi. Bisher. Ich habe mich halt gedacht, ist nur einfach auf den drauf zu bashen. Hilfe. Ja. Na zum. Der haut nicht nach einer bestimmten Zeit ab, oder? So, ihr könnt mich mal kreuzweise. Genau, die muss ich hier angreifen, genau. Irgendwie so wird das schon klappen. Ich fahre einfach lang genug auf den drauf. Einfach weiter, neue. Hätte überhaupt nicht getroffen von dem Geil. Ja, ich muss die Dinger treffen, ich weiß. Leck mich, das waren viele Tech-Punkte. Aber wenn ich die ganze Zeit auf den drauf haue, dann treffe ich die Dinger schon irgendwann. Jetzt treffe ich überhaupt nicht. Alter, da kannst du ja voll geil leveln. Ich habe glaube ich schon Level abbekommen, ne? Weiß noch nicht, was es gebracht hat. Aber wenn ich die nicht treffe, dann macht er mir halt Schaden. Das ist kein Problem. Wieder richtig chillig. Ich glaube, ich direkt nach Halloween Town erledigt hätte, wäre vielleicht ein bisschen stärker gewesen. Aber das geht hier. Komm mal hier rüber. So. Habe ich nichts bekommen habe? Keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Egal, ich habe ein Level abbekommen. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Ich habe keine. Ne, ich habe keine Dinges bekommen. Oder. Du hast Charmeur bekommen. Hm. Oh, perfekt. Du hast AP bekommen, meine ich. MP-Spender für Goofy. So, dann war es das, glaube ich, hier. Der wäre eigentlich noch ein bisschen mehr. Aber anscheinend nicht. Nein, nein, nicht. Dann können wir auch hier raus. Hab ich jetzt überhaupt irgendeine Schatztruhe hier gefunden? Nee, ne? Er ist nur den besiegt und die Profungis. Kurz weg. Ich bin nicht mit einem Schlag drauf. Ich krieg die Krise. Oh. Ja. Hau mal ab. Dann gehen wir, weiß ich nicht, entweder nach Atlantica. Ja, wir schon, dass die Stadt sicher ist. Ne, geht doch mal da hin, sonst ist halt irgendwie verschwendeter Platz da.
könnte mal in Atlantika den Ding suchen. Oh, ich versuche gerade zu überlegen, wo ist denn da ein seltener Erz oder falls überhaupt. Weiß ich gar nicht. Was nur halt diese. Ach so, da ist dieses Dingens, ne? Dieses Riesenpuffungeviech, genau. Deswegen hatte ich den schon zweimal besiegt im Tagbuch. Okay, dann gehen wir mal zu Nimmerland. Und zwar zum Glockenturm. Kann ich aber auf jetzt die ganze Zeit hin? Ja. Im Moment kann ich da noch hin, aber später nicht mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, dann leuchten ja immer irgendwie so Türen auf. Und zwar da. Die Tür zu 4 Uhr hat sich geöffnet. Kraftbolzen ein, ja. Weiß nicht, ob man irgendwie beeinflussen kann. Kann ich irgendwie die Zeiger hier noch umändern? 1 Uhr geht die ganze Zeit falsch, das wisst ihr, ne? So, wir haben Kraftbolzen bekommen. Ja, die Dinger hier lohnen sich. Ich glaube, wenn ich hier raus und reingehe. Da muss der Speicherpunkt. Ach so, ja. Pff, ist ja oben irgendwo. Warum ist der Speicherpunkt an so einem beschissenen Ort? Mal ganz ehrlich. Warum kann er nicht einfach da im Weg sein, da unten? Statt da oben, so kryptisch versteckt. Dann gehen wir nochmal dahin. Ich glaube, das stimmt, was ich sage. Ich glaube, für jede Uhrzeit gibt es da eine Tür und jedes Mal kann man da Items bekommen. Ich glaube zwar nicht, ob die alle immer gut sind, aber mal schauen. Also Kraftbolzen, das ist schon mal gut. Weiß so viel, ich weiß auch nicht jeder dieses komische Geheimnis. Und jetzt ist hier nichts mehr. Okay, in Realzeit. An der Realtime-Uhr kann das auch nicht liegen. Wir haben nämlich 23 Uhr. Das ist nicht 4 Uhr. So, dann gehen wir noch mal zurück nach Traverse. Geben die Dalmatine ab. Gucken, ob wir was schmieden können. Gucken, ob wir aber Merlin in Triotech haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und dann. Weiß ich nicht. Können wir ein paar beenden. Und im nächsten Part die Story weitermachen. Ja. Oder ich baue ein Gummischiff im nächsten Part. Wird aber ein kürzerer Part wahrscheinlich. Damit nicht hier viele foltern. Was soll ich denn ausgehen? Ich mache dann Offscreen. Denk da draus. Ja. Habe ich irgendeinen Beschwörstein? Ich glaube nicht, ne? Aber ich habe Kraftbolzen. Ich aus Dunkelmaterie irgendwie so eine böse Beschwörung machen. Will ich nur so Pussy-Sachen haben. So, ach da, ja, genau. Und das hier, genau. Stimmt, wir haben ja erst, wir mussten ja erst den Herkules Cup machen. Ja, ich habe jetzt gar nicht auf gelbe Triotext geachtet. Ja, Vitamin, her damit. Okay, kann ich noch irgendwann ausrüsten, indem ich eine Einer wegmache? Muss nicht. Wohl Berserker kann ich rauspacken. Ich hasse solche Fähigkeiten, wo. Oh, der erste und zweite und dritte. Ja, Merlin hat sie die ganze Zeit gehabt. Danke. Ja, mach mal Berserker raus. Ich hasse irgendwie so Fähigkeiten, die sich aktivieren, wenn man weniger AP hat. Das ist so. So wird von Schüssen in jedem einzelnen Spiel. Hier holen wir Jackpot. Jackpot! Ja, dann war das mit diesen Affen überhaupt. Die habe ich auch noch nicht kaputt gekriegt.
gekriegt. Oh, ist halt langsam. Ist halt langsam. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Trio-Techs. Trio-Sprung, da fehlen uns noch zwei. Von einem weiß sogar noch, wo der sich befindet. Okay, von, da fehlen immer noch ein oder zwei. Werde ich ja sehen. So, wer wagt es jetzt, sich mit mir anzulegen? Hier, Kavant. Ja, ich hab jetzt keinen Bock, gegen den Affen zu kämpfen. Weil die ganz vielen Affen. Gibt es hier noch irgendwas? Da könnte man theoretisch jetzt hinfliegen. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas gibt. Ja, gucken wir mal, ob ich was herstellen kann. Bitte sag mir, ich kann diesmal was herstellen. Geht mir langsam auf die Nerven, dass ich jedes Mal da vorbeischaue und nichts herstellen kann. Ja, ich kann den Mega Potion herstellen. So, nehmen wir das hier. Und das hier, so. Kann ich jetzt mehr Sachen herstellen? Nö. Hey! Zyanid-Splitter, muss ich gegen diese Eisviecher kämpfen? Laufen die ja irgendwo rum? Dann mache ich nämlich noch ein paar platt. Hier brauche ich auch drei Zyanid-Splitter. Für mich. Okay, der Rundenreif oder Rubinreif oder was auch immer. Rundenreif, Maximum MP und Abwehrkraft steigen geringfügig. Angriffskraft von Magie und Rufen steigt. Hm, das klingt doch, was McDonald's gebrauchen könnte. Ja, komm. Ja. Gleiche Abwehr, trotzdem mehr MP, ja. Ist halt auch mehr MP als ich. Boah, jetzt ist halt wieder der Magier. Versuch mal gegen den Affen hier. Weil die ganz vielen Affen. Ah, ja, klar. So, Donnersplitter, ja. Die Donnerviecher hinterlassen die Donnersplitter. Müssen ja diese Eisviecher zu Nidsplitter hinterlassen. Ich brauche nur einen für mindestens eine Sache. Gott verdammt. Kein einziger, ehrlich. Ja, mal nicht so rum. Ah, geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Ah. Aua. Ich brauche ein paar von den, oh, von den blauen Viechern. Ein Eisrarring, hatte ich den schon mal? Ich glaube nicht, ne? Also, da möchte ich hier neu legen. Hallo. Ja, von denen kriege ich hier fleißig Sachen. Produzieren nicht mehr, jawohl. Sehr gut. Kannst nicht abwarten, bis ich Glückspilz habe. Hallo, Transport übrigens. Kannst echt nicht abwarten, bis ich Glückspilz habe mit jedem Charakter. Ich glaube, ich habe nur mit Goofy. Glückspilz. Ich bin mir aber nicht sicher. Und der Affe kommt immer noch nicht. Egal, wir können wieder was herstellen. Gut, ne? Weiß ich, was, wenn jetzt ein bisschen kürzer, aber sind ja sowieso nur Nebensachen, die kein Schwein interessiert. Wir können ja schon mal ein paar Sachen kaufen für unseren Gummischiffbau. Was haben wir denn noch nicht? Gitternetz Größe 8. Das könnten wir zum Beispiel machen. Ja. Jetzt neue Sachen kaufen. Nö. Steckt das mit sichtbar? Ja.
Da haben wir schon mal ein paar Sachen gekauft, ne? Wird im nächsten Part sehr gut ankommen. So, Eiferring können wir erstellen oder Mega Ether. Oh, leck mich. Wenn ich zwei bekomme, ne? Eiferring ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, was soll's. Kann ich jetzt neue Sachen herstellen? Sprich mit mir, verdammt. Aber ich auch. Das sind so Sachen, die brauche ich nur noch ein, zwei Mal, ne? Warte mal. Wo ein Cyanidtropfen und ein Pyroptropfen. Verdammt, Dreck. Los, gib mir die Sachen, verdammt. Jetzt kommt dieser Kackaffe, ja. Alter, wie schnell geht denn das vorbei? Wie schnell das immer vorbei ist, ne? Wie ich die treffen muss dann. Ja, voll unfair. Ich muss hier immer one-hitten. Ja, okay, ist nicht so schwer, wenn man ein hohes Level ist, aber trotzdem. Über Pyro-Topfen. Über Pyro-Topfen. Gott, verdammter Dreck. Ah. Warte mal, Tropfen, ne? Verdammt, dann krieg ich das doch gar nicht hier, Mann. Ist ja nicht Splitter, geil. Kann ich wieder was herstellen jetzt. Geil, schon wieder. Vorhin habe ich die zwei bekommen, ne? Ich muss ja extra jetzt noch mal hier rein und raus gehen, ne? Leck mich. Das Spiel, das verarscht mich. Da. Dann gehen wir noch mal zum Atelier. Man kann Blitz einsetzen an sich. Oh nein, die sind gelb. Oh. So, dann lass mal gucken. Ja, da kann man neue Sachen. Jetzt lass mich nur Neues einstellen. Herstellen, meine ich. Oh, jetzt kann ich endlich mal neue Sachen herstellen. Danke. Ja, Mitre, geil. Kann man beides herstellen. Ist immer gut. Dunkelring und Gaia Reif. Bitte bring es. Oh, meine Nase, ne? Maximum LP und Abwehrkraft steigen erheblich. Goofy. Ja, hat er sogar. Also war die nur schwächer. Und Dunkelreif war das, ne? Gibt wahrscheinlich nur Verteidigung gegen Dunkel, ne? Ja. Hey. Ich habe gerade mal abgelehnt. Was genau das gleiche hatte. Engelsreif, ja. Ich mal hier AP von dem Rufi an. Voll krank. Na gut. Dann. Bams. Ja, schon mal annehmbare Werte, ne? Sind wir wieder ein ganz klein bisschen mächtiger geworden. Ja. Dann beende ich den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wo wir dann wahrscheinlich ein Gummischiff bauen, mit dem wir nach Hollow Bastion fliegen. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.